So macht man Mini-Muffins, die sehr gut für Kindergeburtstage, Partys und für unterwegs geeignet sind. Ich zeige, wie es geht. Man braucht Butter, Zucker, Eier, Salz, Vanillezucker, Backaroma Zitrone, Mehl, Natron, Backpulver, Joghurt oder Milch und Mandelmehl. Wer will, kann noch Kakaopulver hinzufügen. Das nehme ich aber nur für einen Teil des Teiges. Das Rezept findet man auch in der Infobox und auf meiner Webseite lexikon-der-kochrezepte.de. Die Rezeptmenge ergibt 70 bis 300 Mini-Muffins, je nach Größe der Muffins. Als Variation kann man das Mandelmehl ersetzen durch jeweils die gleiche Menge an Weizenmehl, Dinkelmehl, Speisestärke oder geriebene Haselnüsse. Zuerst wird die zimmerwarme Butter in eine Schüssel gegeben und verrührt. Dann kommt der Zucker, dann der Vanillezucker, etwas Salz und ein paar Tropfen Zitronenaroma. Dann werden die Eier dazugegeben und untergerührt. Backpulver und Natron werden mit dem Mehl verrührt. Dann werden abwechselnd Mehl, Joghurt und Mandelmehl in die Schüssel gegeben und verrührt. Wenn alles eingerührt ist, ist der Teig fertig. Den größten Teil des Teiges fülle ich jetzt in eine Plastiktüte und verschließe diese mit einem Clip. Dann gebe ich zum Rest des Teiges den Kakao dazu und rühre ihn unter. Auch der Schokoteig wird jetzt in eine Tüte gegeben. Nun kann der Teig gebacken werden. Die Teigtüte wird an der Spitze aufgeschnitten. Dann spritze ich kleine Teigmengen in einfache Pralinenförmchen aus Silikon. Die Mini-Muffins werden bei 180 Grad zwischen 10 und 15 Minuten lang gebacken, je nach Größe. Nach dem Backen müssen sie erst einmal abkühlen, bevor ich sie aus den Förmchen holen kann. Dann fülle ich kleine Papierförmchen mit Teig. Die großen Förmchen sind für Mini-Muffins gedacht und die kleinen zur Pralinenaufbewahrung. Nach einer Weile kann ich die winzigen Muffins aus den Silikonformen drücken. Die Formen kann ich dann nochmal befüllen und backen. Schließlich habe ich fast 200 Muffins fertig gebacken. Sie können jetzt verziert werden. Dazu brauche ich Verziersüßigkeiten. Außerdem Zuckerguss in verschiedenen Farben. Zuerst bestreiche ich einige Muffins mit dem Messer mit Zuckerguss. Darauf setze ich Gummibärchen, Smarties und andere Leckereien. Für andere Muffins nehme ich eine Sterndüse und Spritztüte. Das ergibt hübsch geformte Zuckergusshauben. Man kann sie mit buntem Zucker bestreuen. Mit Hilfe einer simplen Spritztüte kann ich einfach und bequem diverse Leckereien auf die Muffins kleben. Dann experimentiere ich mit verschiedenfarbigen Zuckergusskreisen, in die ich mit einem Zahnstocher Muster ziehe. Noch ein Smarties drauf und fertig ist der Muffin. Andere Muffins verziere ich mit bunten Kringeln aus den Spritztüten. Nun sind die Muffins fertig. Hier die größten, aufwendig verzierten. Hier mittelgroße mit Schokoplätzchen. Hier einige mit Sternzuckerguss. Und welche mit Smarties und Gummibärchen. Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit!